Ich lese aus dem Gedichtband Averno von Louise Glück. Sie ist die Nobelpreisträgerin für Literatur 2020. Die Übersetzung aus dem Amerikanischen hat Ulrike Dresner gemacht. Vorwort: Averno, antiker Name Avernus, ein kleiner Kratersee 10 Meilen westlich von Neapel, der bei den alten Römern als Eingang in die Unterwelt galt. Die nächtlichen Wanderzüge. Dies ist der Augenblick, in dem du die roten Beeren der Eberesche wieder siehst und am dunklen Himmel die nächtlichen Wanderzüge der Vögel. Es macht mich traurig zu denken, dass die Toten sie nicht sehen. Die Dinge, auf die wir angewiesen sind, sie entschwinden. Was nimmt die Seele sich dann zum Trost? Ich sage mir, vielleicht braucht sie diese Freuden nicht mehr. Vielleicht ist es schlicht genug, nicht zu sein. So schwer die Vorstellung auch fällt. Oktober. Erstens. Ist es wieder Winter? Ist es wieder kalt? Rutschte Frank nicht eben aus auf dem Eis? Genas er nicht? Wurden die Frühlingssamen nicht ausgebracht? War nicht die Nacht vorbei? Flutete nicht das schmelzende Eis die engen Rennsteine? Wurde mein Körper nicht gerettet, war er nicht in Sicherheit? Bildete sich nicht die Narbe unsichtbar über der Verletzung? Schrecken und Kälte, waren sie nicht soeben vorbei? Wurde der Garten hinterm Haus nicht geeckt und bepflanzt? Ich erinnere mich, wie die Erde sich anfühlte, rot und dicht. In steifen Reihen wurden die Samen nicht ausgebracht, kletterten Weinreben nicht die Südwand hinauf. Ich kann deine Stimme nicht hören, so heult der Wind, pfeift über den nackten Grund. Mich kümmert nicht mehr, wie er klingt. Wann wurde ich zum Schweigen gebracht? Wann schien es zum ersten Mal sinnlos, diesen Klang zu beschreiben? Wie es klingt, kann nicht ändern, was es ist. War nicht die Nacht vorbei? War die Erde nicht in Sicherheit, als sie besät wurde? Brachten wir nicht den Samen aus? Hatte die Erde uns nicht nötig? Die Reben, wurden sie gelesen? Zweitens. Sommer um Sommer ist vergangen, Labsal nach der Gewalt. Es tut mir nicht gut, jetzt gut zu mir zu sein, die Gewalt hat mich verändert. Tagesanbruch, die flachen Hügel glänzen, Ocker und Feuer, selbst die Felder glänzen. Ich weiß, was ich sehe, eine Sonne, vielleicht die Augustsonne, die alles zurückgibt, was genommen wurde. Du hörst diese Stimme? Es ist die Stimme meines Geistes. Meinen Körper kannst du jetzt nicht berühren. Er hat sich einmal verändert. Er ist ausgehärtet. Bitte ihn nicht, von neuem zu antworten. Ein Tag, einem Sommertag gleich, ungewöhnlich still, die langen Schatten der Ahornbäume, fast Malvenfarben auf den Wegen auskies und am Abend Wärme, Nacht, einer Sommernacht gleich. Es tut mir nicht gut, die Gewalt hat mich verändert, mein Körper ist kalt geworden wie die entblößten Felder. Da ist nur mehr mein Geist, vorsichtig und wachsam, mit dem Gefühl, auf eine Probe gestellt zu sein. Noch einmal geht die Sonne auf
wie sie aufging im Sommer. Geschenk, Labsal, nach der Gewalt. Labsal, nachdem die Blätter verfärbt sind, die Felder geerntet und gepflügt. Sag mir, dies ist die Zukunft. Ich werde dir nicht glauben. Sag mir, ich lebe. Ich werde dir nicht glauben. Drittens, es hatte geschneit. Ich erinnere mich an Musik aus einem offenen Fenster. Komm zu mir, sagte die Welt. Das will nicht heißen, dass sie in ganzen Sätzen sprach, sondern dass ich Schönheit wahrnahm auf diese Art. Sonnenaufgang, ein Hauch Feuchtigkeit auf allem, was lebt. Pfützen kalten Lichts bildeten sich in den Rinnsteinen. Ich stand in der Tür, so lächerlich das jetzt scheint. Was andere in der Kunst fanden, fand ich in der Natur. Was andere in menschlicher Liebe fanden, fand ich in der Natur. Ganz genügsam. Doch gab es keine Stimme dort. Der Winter war vorüber. Kleines Grün trieb aus in geschmolzenem Dreck. Komm zu mir, sagte die Welt. Ich stand in meinem Wollmantel an einem hellen Portal. Endlich kann ich sagen, vor langer Zeit. Es bereitet mir großes Vergnügen. Schönheit, die Heilerin, die Lehrerin. Der Tod kann mich nicht mehr verletzen, als du mich verletzt hast. Mein geliebtes Leben.